für Reisen? Oh, guten Morgen, liebe Frau Sonne. Ja, mein Freund Paul und ich wollen im Mai verreisen, an Pfingsten. Das ist eine super Idee. Pfingstmontag ist in Deutschland ein Feiertag. So habt ihr ein langes Wochenende zum Verreisen. Ja, genau. So haben wir Samstag, Sonntag und Montag für unsere Reise. Ein langes Wochenende. Und habt ihr schon eine Idee, wohin die Reise geht? Es gibt viele schöne Reiseziele in Deutschland. Im Süden die Berge, im Norden die Ostsee und die Nordsee. Paul hat gesagt, ich darf unser Reiseziel aussuchen. Am liebsten möchte ich nach Berlin. Oh, Berlin ist so toll. Ich kenne unsere Hauptstadt Berlin gut. Aha. Frau Sonne, wir wissen noch nicht, was wir uns in Berlin anschauen wollen. Haben Sie einen Tipp? Oh, es gibt so viele Sehenswürdigkeiten in Berlin. Auch an einem langen Wochenende könnt ihr nicht alle anschauen. Ihr müsst euch einige Sehenswürdigkeiten aussuchen. Verstehe. Lieber Froh, ich kann dir gerne dabei helfen. Hast du Lust? Wir planen deine Reise zusammen. Oh, das ist aber nett von Ihnen, liebe Frau Sonne. Dankeschön. Komm, lass uns in die Schule gehen. Dann kann die Klasse mithelfen. Und ihr, liebe Kinder, macht bitte eine Wiederholungsübung. Liebe Kinder, gut gemacht, echt klasse. Hallo Pia! Hallo Frau Sonne! Hi Froh! Heute helfen wir Froh bei der Planung seiner Reise nach Berlin. Wir kennen schon einige Sehenswürdigkeiten. Wer von euch war schon einmal in Berlin? Ich habe mir die modernen Hochhäuser am Potsdamer Platz angeschaut. Ich habe letztes Jahr meine Tante in Berlin besucht und wir waren auf dem Fernsehturm. Ich war im Februar beim Filmfestival Berlinale. Und ich bin mit der S-Bahn durch die ganze Stadt gefahren. Wow, ihr habt tolle Sachen gemacht. Ihr habt so viel gesehen. Oh ja, das finde ich auch. Lieber Froh, heute lernen wir nicht nur die Namen von Sehenswürdigkeiten, sondern auch, was man dort machen kann. Aha, nicht nur, sondern auch. Was bedeutet das Wort sondern, Frau Sonne? Sondern ist eine wichtige Konjunktion. Sie hilft dir, das Gegenteil von etwas zu sagen. Zum Beispiel: Es ist nicht hell, sondern dunkel. Und merke dir, vor sondern kommt immer ein Komma. Aha, ich verstehe. Und wenn vorne nicht nur steht, dann kommt nach dem sondern ein auch. Berlin ist nicht nur die Hauptstadt, sondern auch ein Bundesland. Ja, das Bundesland Berlin. Die Stadt Berlin ist auch eins von 16 Bundesländern. Das hast du dir gut gemerkt, Froh.
Frau Sonne, machen wir jetzt eine Übung? Na klar, liebe Pia. Hier kommt die Übung. Liebe Kinder, ihr seid so aktiv. Lieber Froh, jetzt kommen ein paar Ideen für deine Reise nach Berlin. Ich zeige Bilder von Berliner Sehenswürdigkeiten und wir sagen dir, was man dort machen kann. Ich fange den Satz an und ihr ergänzt ihn mit dem neuen Wort sondern. Okay? Super! Los geht's! Das Brandenburger Tor ist in der Nähe vom Berliner Tiergarten, einem großen Park. Dort kann man nicht nur spazieren gehen, sondern auch den Zoo besuchen. Klasse! Hier kommt das nächste Bild. Der Berliner Dom liegt an der Spree. Auf der Spree kann man nicht nur mit dem Schiff fahren, sondern auch Stand-up paddeln. Wow, das möchte ich auch ausprobieren. Hoffentlich hast du gutes Wetter, Froh. Aber diesen Ort hier kannst du auch bei schlechtem Wetter besuchen. Das Humboldt-Forum ist kein altes Schloss. Sondern ein neues Schloss? Ja, es sieht hier und da alt aus, aber es ist alles neu. Ist das ein Museum? Ja, im Humboldt-Forum gibt es sogar mehr als ein Museum. Dort möchte ich spannende Ausstellungen besuchen. Gute Idee, lieber Froh. Und diese Mauer hier ist nicht in Jülich, sondern in Berlin. Was ist das für eine Mauer? Die Berliner Mauer hat die Stadt für viele Jahre in zwei Teile getrennt. Ost-Berlin und West-Berlin. Ost-Berlin gehörte zu Ostdeutschland und West-Berlin zu Westdeutschland. Das ist ja total verrückt. Es gab Deutschland zweimal? Und Berlin war getrennt? Ja, so war es. Im Mauermuseum kann man viel über die Geschichte von Deutschland und Berlin erfahren. Dieses Museum werde ich mir anschauen, Frau Sonne. Danke für die vielen Tipps. Gerne, lieber Froh. Und was ist mit euch, liebe Kinder? Interessiert ihr euch auch für Geschichte? Macht bitte die nächste Übung.